Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Abenteuerfolge hier im Verse von Star Citizen. Ja, ich liege hier so rum und habe mir gedacht, ich guck mal so ein bisschen die Sterne an. Nein, ist natürlich Quatsch, ne? Ich habe mich ja in der letzten Folge gemault, ne, weil ich da oben von dieser Kante runtergesprungen bin und dachte, das halte ich aus, aber anscheinend nicht. Ne, jetzt liege ich hier mit meiner Kiste von meiner Mission von der letzten Folge. Und es wurde mittlerweile ein Quantum bzw. ein Rescue-Beacon angenommen. Und zwar von Citgo. Zumindest steht er da. Citgo accepted the... Also ich selber rette mich jetzt. Das ist geil. Ne? Also das, sowas ist möglich, wenn man in einem Multiversum lebt. Ne? Dann kommt einfach der Citgo aus einem anderen Paralleluniversum an und rettet den Citgo. Total super. Ne? Das wäre aber auch mal interessant später, wenn man mehrere Accounts hat und mit mehreren Accounts reinjoinen kann, dann gibt es ja wirklich nur noch ein Verse, so ob dann dieser Charakter wegspawnt oder ob man sich wirklich mit einem anderen Charakter retten kann. Das wäre interessant, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. So, auf jeden Fall ist da jemand, der ist 869, so verstehe ich das zumindest, Kilometer weg, was jetzt ja nicht so weit ist. Das sieht so ein bisschen nach Orison aus, vermute ich jetzt mal, würde ich jetzt mal so tippen. Und dann schauen wir mal, wer da kommt. Der muss jetzt wahrscheinlich, dadurch, dass sich die Zahl da unten auch nicht groß verändert, gehe ich auch ganz stark von Orison aus. Denn der muss natürlich jetzt erstmal zum Spaceport latschen, in sein Schiff. Da muss er die Atmosphäre hoch, ne, und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, bis der da ist, machen wir nochmal ein bisschen die Augen zu. Und dann mache ich noch ein kleines Nickerchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, da kommt mein Retter. Ich sehe ihn kommen. Sehr, sehr geil. So, schauen wir doch mal. Gucken wir das Ganze mal von außen an hier. Wo ist er? Da kommt er. Ah ja, mit einer Inferno kommt er vorgeflogen. Sehr, sehr geil. Ja, klappt doch. Ne, ist zwar ein bisschen langweilig, hier rumzuflezen, aber willst du machen. Ne, wenn man ein Nickerchen macht, ist das gar nicht so schlimm. Ich hoffe, er hat Medpens dabei. So. Und ich hoffe, ich habe mir nicht allzu sehr wehgetan. Sonst müssen wir natürlich erstmal nach Grimax und uns da versorgen. Aber erstmal müssen wir natürlich unser Paket loswerden von der Mission noch. Ne, der ist, müssen wir ja noch die beiden Struts abklappern. Ich hoffe, die ist auch überhaupt noch aktiv, die Mission. Aber wird schon. Oh! Guten Tag! Ja, rette mich, rette mich! Ich glaube, du musst das mit einem Medpen machen. Ich glaube, die Pistole geht nicht hier. Oder doch. Geht die? Oh, nicht, dass der jetzt auch noch... Das wäre ja was, ne? Runtergesprungen, auch tot. Genau, ramm ihn rein. Zack! Oh! Oh! Danke, mein Lieber! So, wieder hingelegt. Ah, ich hab ein kaputtes Bein, ne? Kannst du mein Bein noch heilen? Hörst du mich? Mr. Askur? Heil mal mein Bein. Oder warte, kann ich das selber machen? Da bräuchte ich, glaube ich, eine Pistole, ne? Ich glaube, das geht nicht hier, ne? Ich kann dich übrigens nicht verstehen. Also du hörst mich anscheinend, aber ich höre dich nicht. So, ich muss übrigens die Kiste jetzt noch wegbringen. Ich hoffe, du hast dein Geld bekommen. Hast du dein Geld bekommen? Ich hoffe. So, dann, ja, vielen Dank, mein Lieber. Ne? Dann, tschüss. So, ja, mal klappt das mit dem Ingame. Oh, ich hoffe, der... Können wir schnell ins EVA gehen. Da ist das Bein egal. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich irgendwo reparieren. Hat er sich das linke Bein da irgendwie zerknörpelt? Der Knilch. Ja, witzig, dass man das auch... dass man den Namen sieht, ne? Von dem Retter. Das finde ich auch ganz cool.
Der gerettete. Und die Leiche da hinten liegt da immer noch, die wir da vorhin gesehen haben. Die gucken wir uns auch nochmal an. Der hatte nicht so viel Glück wie wir. Oh, sollten wir hier durchfliegen? Ah. Ja, ich mach's einfach. Ist relativ gefährlich. Unser Retter ist ja noch da. Dann kann er uns gleich nochmal hier. Ne, im Schiff sollte man ja nicht durchfliegen. Ne, ihr kennt das. Da könnte man mal explodieren mitunter. So, 51% haben wir. Das ist nicht viel, aber das ist halt alles, was der MadPen uns mitgegeben hat. Aber so wie es aussieht, ist der schon nackend da vorne. Oder die Dame. So, jetzt bloß nicht zu hoch hier ankommen. Aber das müsste eigentlich so passen. So. Ja, tatsächlich. Da liegt noch eine tote Leiche hier. Eine Dame auf dem Landepad. So, was haben wir da oben? Ah, eine Mantis. So. Ja, es ist schade, dass man das Med-Tool hier nicht benutzen kann, aber das liegt einfach daran, das hatte Cloud Imperium Games mal freigegeben, aber die Leute konnten da einfach komplett nicht mit umgehen. Die haben da die ganzen Leute betäubt und das war wirklich ganz furchtbar. Ne? Ja, so ist das. Ne? Wenn die Leute damit nicht umgehen können, dann muss man es halt leider verbieten. So ist das. So, komm. Jetzt aber. Noch was anderes vor hier. Das gibt's doch nicht. Dann ist das wirklich auf dem anderen Strut da, auf dem letzten. Ne? Das ist so klar. Freunde, das ist so klar. Das ist der Wahnsinn. Also hoffe ich. Ne? Wenn das jetzt auch nicht geht, dann haben wir Pech gehabt. Ne? Dann geht's halt nicht. Leider. Aber eigentlich sollte es gehen. Nun, sonst Automaten gibt's ja nicht. Ne? Gibt's oben noch Automaten? Nee, da gibt's keine Automaten. Das sind nicht wirklich die einzigen Automaten. Ich sag nochmal Automaten. So, also nur aufpassen, dass wir da jetzt. Ah, jetzt ist unser Retter, wird da hinten jetzt. Weiß ich, habe ich mit dem jetzt eine Party? Da muss ich mal gucken. So. Nee, ist keine Party. Ja, sieht man einfach seinen Retter. Aber ich habe da jetzt auch nichts dem überwiesen, oder? Oder doch? Hier Beacons? Cancel Beacon. Oder hat er den Beacon gar nicht angenommen? Doch, hat er doch, oder? Oder was? Ich mach mal Cancel, vielleicht gebe ich ihm dann die Kohle. Oh, das geht einfach nicht. Möglich ist das auch. So, da müssen wir uns, glaube ich, erstmal ganz kurz heilen. Wir können aber versuchen. Ich würde sagen, wir rufen uns eine Red. Und damit sollte das eigentlich gehen. Das machen wir mal. Die ist auch relativ schnell da. Und damit sollten Tier 3 Stufen eigentlich geheilt werden. Das versuchen wir mal. Erstmal müssen wir jetzt hier die Krate loswerden. Ja, kann auch sein, dass man das bei dem Stationsvorsteher da abgeben muss, aber das glaube ich nicht. Das war ewig nicht so. Das waren eigentlich immer die Automaten. So, letzte Chance. Oder sind da drüben auch noch Automaten? Ne, hier sind keine mehr, oder? Oh, das wär's gewesen. Ne, das sind wirklich die einzigen, glaube ich. So, bitte. Nimm das. Ich
Jawoll! Sehr gut! Aber klar, der vorletzte. Na ja, gut, okay. Hätte auch noch der sein können, ja. So, gut. Dann haben wir die Mission erledigt. Sehr, sehr schön. Dann werden wir uns mal ganz kurz hier eine Cutlass Red besorgen und uns mal unser Bein heilen. Wäre natürlich auch ganz cool, wenn der Retter, wenn der mit einer Cutlass Red gekommen wäre, dann hätte der natürlich gleich heilen können. Aber das war jetzt wahrscheinlich auch eine spontane Aktion. Na gut, ich verrate es euch. Ich hatte im Discord gefragt, hier bei uns im Reststop, und der Asko hat sich gemeldet, ne, und hat gesagt, er kommt gleich, er ist bei Orison. Ne, und so hat es dann geklappt. Ne. Es hat sich sonst einfach keiner gemeldet. Aber so funktioniert es dann auch, ne? Wäre übrigens ganz geil, wenn man in diesem Downstate noch die Möglichkeit hätte, zumindest sein Mobi-Class zu benutzen. Damit man noch wenigstens wen Bestimmtes hat Bescheid sagen kann. Das wäre ziemlich eine coole Sache. Ja, sonst hast du eigentlich, ja, kommt vielleicht aber auch noch später, oder vielleicht kommt das auch letztendlich auf die Verletzung drauf an, die man hat. So, gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal in der Zeit, was für eine Delivery-Mission wir als nächstes machen können. Wir haben hier wieder Finish Kovalex, das ist aber wieder eine für 500, wo wir einfach was nach Grimmex bringen müssen. Das ist jetzt nichts Dolles. Was haben wir hier? Das ist jetzt so eine Mission, wo wir mit so einem, wo wir diese Zeta-Polanit-Geschichten holen müssen. Wir können das ja mal versuchen. Allerdings, bevor ich das annehme, würde ich, glaube ich, echt erstmal testen, ob wir mit unserer Karre noch aus der Black rauskommen da oben. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann ist es halt zu gefährlich, wenn wir da jetzt hinfliegen, das annehmen, ne, und das dann nicht klappt, ne, da unten. Das wäre ziemlich doof. Und deswegen würde ich sagen, testen wir das als allererstes erstmal. Können wir ja mal kurz machen, bevor die Red kommt. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. So, also Cutlass Black. Wo ist er? Da ist er. Zack. Vehicle selected. Stand by. So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht, zu sehr auf den Landepads rumheizen, weil ich glaube, dass er dann einstoren will, weil er das nicht erkennt. Er denkt dann, da sind zwei Fahrzeuge und der eine ist halt wieder rechtlich da und das geht halt leider noch nicht so richtig gut. Deswegen müssen wir mal schauen. Wenn wir merken, wir kommen vorbei, dann soll es gut sein. Aber ich befürchte, das wird sehr, sehr knapp werden. Ich hoffe, wir explodieren nicht. Oh, die Box ist weg. Oh, da haben wir mal Glück. Ja, ist weggespawnt. Oh, ich hoffe, unsere Waffen sind wenigstens noch da. Ja, die sind noch da. Gut, dann hat er das weggespawnt, weil das wahrscheinlich eh so eine Quatschbox war. Vermute ich. Oh, da haben wir aber Glück. Das ist mal wirklich, also das ist mal Glück. Sehr cool. Ja, dann können wir das annehmen. Dann werden wir uns nochmal ganz kurz die Red rufen. So, als allererstes wollen wir uns mal hier anständig hochheilen. So. Oh, den gehen wir jetzt nicht aus. Den Holz dann mal wieder. Gucken wir, vielleicht haben wir auch noch einen hier, den wir mitnehmen können. Ja, so viel haben wir hier nicht. So, hier, glaube ich, war noch was drin, ne? Oder? Ja, doch nicht. Schade. Schade Marmelade. Warte mal, ich guck mal hier nochmal. Ah, hier ist noch was. Sehr gut. So. Zack, zack. Wo wollte ich denn hin? Ich wollte zum Eingang, oder? Ey, verwirrt. Ey, so viel Drogen. So. Ja, danke Asko auf jeden Fall, ne, für die Hilfe. Ja, das ist wirklich super. Und das ist immer ein gutes Beispiel dafür, wenn man alleine ist. Ja, ihr braucht für Star Citizen, braucht ihr irgendwann wirklich Leute, weil alleine wird es sich echt schwer leben im Verse. Das kann ich euch verraten. Und so, ja, so klappt das dann ganz gut. So, ich denke mal, da wird jetzt die Cutlass Black automatisch wegspawnen und ich hoffe,
dass er das Vehikel drinnen lässt. Sollte er aber. So, 7. Genau, da ist er. Das ist die gleiche wie eben, glaube ich. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Das wäre natürlich super. Und dann geht's gleich los zu einer Zeta-Polanit-Mission. Mal gucken, dass wir eine nehmen, die jetzt nicht ganz so kompliziert ist. Naja, ist jetzt nicht unbedingt ein Caterpillar-Wrack. So, hat man immer sein mobiles Krankenhaus dabei. Ja, aber wie gesagt, nur mit T3-Stufe. Wenn ihr schwerer verletzt seid, dann geht das leider alles nicht. Ich habe gerade gesehen, hier ist auch noch ein Fach drin. Das müsste man auch noch mal ausprobieren, ob das vielleicht auch, man das auch teilen kann mit seinen Kollegen. So, also zack, zack, zack. Er zeigt es zumindest schon mal an. Das ist geil. So, und dann heilen wir uns mal hier. Ja, er heilt uns auf jeden Fall hoch, 100%. Und das Bein ist weg. Ja, geil. Funktioniert. Sehr cool. Dann haben sie das gefixt. Weil als ich das letzte Mal probiert habe, ging es nämlich nicht. Da ging hier gar nichts. Ne? Ja, sehr, sehr geil. Vielen Dank. Ja, genau. Na, dann kann man hiermit auch wirklich solche Rescue-Missionen machen. Ne? Und auch richtig funktionierend. Also, dass man dann die Leute dann dahin schleppt. Ne? Oder dass man denen zumindest eine Heilung anbietet. Sagt man nochmal was auf. 1000 Alpha UECs und dann kannst du auch noch ins Schiff und dich noch heilen. Na klar, du musst ja Geschäft machen. Ne? Umsonst ist nichts im Verse. So, gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns wieder die Red. Die Black. So. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Und machen uns mal auf zu einer Zeta-Polanit-Mission. Und da werden wir dann mal unsere Karre benutzen. Einfach mal, um zu schauen, ob das irgendwie cool ist, irgendwie was bringt. Ne? Und ob das irgendwie so ein Gefühl gibt von, ich bin ein bisschen schneller als zu Fuß. So, komm. So, also, schauen wir mal. Am liebsten hätte ich eine Freelancer. Das wäre natürlich optimal. Hier. Zack, nee, zack, nee, zack. Hier einmal da, das ist eine Caterpillar und das ist eine Freelancer. Sehr gut. So, dann tracken wir die mal. Obwohl, wahrscheinlich hat er sie nicht genommen. Wahrscheinlich war sie schon weg. Ah, schade. Obwohl, doch, da ist sie. Oh, sehr gut. Ja, ist ein bisschen langsam der Server mittlerweile. Sind ja jetzt auch schon länger drauf. Wir haben da ja schon eine halbe Stunde rumgelegen. So, und ich hoffe auch, dass die Zeta-Polanit-Mission, dass die auf einem Mond ist. Aber ich meine ja, ich glaube, die gibt es noch nicht im Verse. Zumindest habe ich da noch nicht gesehen. Und wenn, dann haben wir auch was Neues. Haben wir auch nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist irgendwo auf einem Mond. Ja, sehr gut. Weiter geht's. Unser Abenteuer. Ne, und das meine ich. Das ist halt geil, dass man wirklich nicht aufgibt, nicht ausmacht. Ich hätte mich jetzt auch ausloggen können. Ne, dann wäre ich halt das nächste Mal wieder irgendwo gespawnt und alles wäre wieder gut gewesen. Hätte ich wahrscheinlich ein verletztes Bein gehabt. Ne, aber so, ne, das ist geil. So einfach weitermachen, versuchen eine Lösung zu finden, finde ich total super. Braucht man aber natürlich ein bisschen Zeit zu. Ne? Your Krete Launch. So, also, dann schauen wir mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Nach Celine. Und zwar da. Da müssen wir hin. Da können wir nicht. Da können wir nicht hinspringen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich aus dem Orbit raus. Aber kein Problem. Machen wir.
müssen wir die Route planen. Dann zeigt er uns wahrscheinlich auch ein paar mehr Punkte an hier. So, was ist das da? Ach nee, gar nichts. Thank you. And please visit again. Ja, keine Ahnung. Manchmal zeigt der irgendwie nicht alle Punkte an. Ich weiß auch nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ist klar. Aber gut, dafür sehen wir dann wahrscheinlich die Boxen besser. Das ist natürlich auch ein Vorteil. So, gucken wir, ob wir da irgendwie näher rankommen an die Geschichte. Wir können ja auch noch aus dem Quantum Drive springen. Das geht ja mittlerweile, ohne dass der Quantum Spool oder das Quantum Spool Geräusch bleibt. 300. Wir versuchen das nochmal hier rüber. Aber ist natürlich jetzt nicht so optimal. Kann man nochmal springen? Ah, da müssen wir wirklich sofort raus. Hat's geklappt? Oh, nicht wirklich, ne? Boah, das ist aber ganz schön. Ich versuch's nochmal, wenn wir näher rankommen. Ja, schwer. Einmal noch. Ah, das ist okay. Da bin ich zufrieden. So, dann geben wir mal Gas. Und dann schauen wir mal. Ist natürlich dunkel, ne? Klar, ich habe gerade schon gesagt. Aber ist egal. Ne? Der Mond ist nicht so groß. Da sollte man eigentlich relativ schnell dort sein. Dann werden wir mal unsere Karre benutzen. So, wir werden natürlich vorher erstmal alle Boxen ausfindig machen. Ne? Werden die Karre dann wahrscheinlich irgendwie gut platzieren. Dann alles rein in die Karre, nach vorne fahren, reinfahren und dann losfliegen. Und dann schauen wir mal, wie das vom Feeling ist. Ne? Ob man das Gefühl hat, ist ein bisschen schneller. Ne? Ansonsten, ihr könnt natürlich auch das Traktorbeam benutzen. Und damit könnt ihr natürlich auch das Zeug werfen und so. Das geht alles auch super gut. Ich weiß nicht, ich glaube, so ganz leicht ist dieses Quantum-Drive-Geräusch doch da, aber man hört es kaum. Aber vielleicht bilde ich es mir auch ein. Vielleicht ist es auch einfach auch das Luftgeräusch von außen. So, sind wir schon da. Ne? So schnell geht das. So, wir werden wahrscheinlich gleich ein paar Fackeln sehen. Müssen wir ein bisschen hier vom Gas geben. Hier sind wir natürlich relativ schnell. Hier bremst uns auch nichts. Ein bisschen gegenboosten. Und irgendwann, ne, werden wir hier unten wahrscheinlich auch auf feindliche NPCs treffen können. Eventuell. So, ich sehe, da hinten ist noch eine dicke Klippe. Aber ich denke mal, das wird hier vorne schon irgendwo sein. Irgendwo hier. Ah ja, da ist es. Ah ja. So, schön in mehrere Teile zersprungen hier. Und dann ist auch noch ein Krater dabei. So, das ist auch gut. Das ist doch ein super Test für unser Mobil, oder? Finde ich. So, da hinten sehe ich schon einen. Ganz links ist schon einer da. Dann würde ich sagen, ja, wie machen wir das? Wie machen wir das jetzt strategisch am besten? Mittig platzieren? Oder eher an einem Ende platzieren? Das ist die Frage, ne? Ich glaube am Ende. Ich versuche das mal. So, da ist auf jeden Fall einer. Das sehe ich schon. Da wollen wir mal hier auch mal landen.
So, insgesamt sollten das 3 Stück sein, die wir hier finden müssen. Und dann legen wir mal los mit unserer kleinen Operation. Ja, der Timer läuft ja erst, wenn wir die Kisten rausnehmen. Ne? Jetzt sind die ja noch gesichert. Ne? Vielleicht irgendwann können... Oh, was ist das hier? Warum? Abgesprengt. Keine Ahnung warum, was da los ist. Na gut, egal. Hä? Er packt das nicht weg. Irgendwie packt er das nicht hinten auf den Rücken. Na komm, wir packen das da rein. So. Gut. Dann wollen wir mal. Schauen wir uns das mal ganz kurz an, die ganze Geschichte hier. Ich denke mal, aber einer wird ganz unten liegen. Vermute ich mal. Ja, habe ich mir gedacht. 2 sind aber hier. Pick-up-Package. Genau, 2 sind hier. Ne, 3. Oh, das sind sogar... Das sind sogar 4. Dann würde ich sagen, holen wir uns den einen mit der Karre. Damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Und die anderen packen wir so ein, oder? Aber ich werde mir ganz kurz erstmal anschauen, wie wir hier überhaupt reinkommen in die Butze. Weil irgendwie ist ja die Klappe hier hinten zu. Wahrscheinlich hier vorne. Ja, genau, da kommen wir rein. Da sind sie, die beiden. Die können wir dann hier rausholen. Na, dann würde ich sagen, parken wir hier vorne. Packen die dann gleich ins Fahrzeug. Das ist auch eine super Sache. So machen wir das. Und danach holen wir uns den hier noch. Richtig gut. Ihr könnt übrigens, wenn ihr euch da vertut, könnt ihr die Dinger auch wieder reinstellen und nochmal wieder aufladen lassen. Ne? Also wir könnten theoretisch das Ding, was wir jetzt von unten holen, könnten wir jetzt oben nochmal reinstellen und dann würde das nochmal, ne, der Timer würde nochmal resettet werden. Also das geht. So. Ich hoffe, wir kommen mit dem Krater klar. Das ist das Einzige, was noch ein bisschen riskant ist. Aber dafür sind wir da, um das mal auszuprobieren. Aber ich werde, bevor wir hier loslegen, werde ich auf jeden Fall noch mal meine Latüchte ausmachen. Die habe ich noch an. Ich glaube, die blendet ein bisschen in der Scheibe vorne. So. Zack. Das geht leider immer nicht, wenn man sitzt. Zack. So, los geht's. Operation Mul hat begonnen. So, das Ding anmachen hier. Das geht auch schon. Sehr gut. Ist der hier schon? Ja, das ist der ja schon. Dann müssen wir doch nicht runter in den Krater. Oder ist der im Krater? Nee, das ist der Krater hier, oder? Na gut, okay. Dann müssen wir doch nicht in den Krater rein. Umso besser. So. Ich gehe mal trotzdem mal kurz an den Kraterrand. Mal gucken, ob da unten noch irgendwas ist. Ist nichts mehr Grünes. Da ist auch nur das Cockpit. Ich denke mal, da ist auch Quatsch. Da wäre auch Quatsch. Also liegt ja so eine Kiste nicht drin. Ne, ja. Nee, gut. Dann haben wir es ein bisschen einfacher. Dann legen wir mal los mit unserer kleinen Aktion hier. Ja, hier. 13 Minuten haben wir. Zack. Man kann auch schon Bus fahren, wenn man noch
einstehen. Wenn man noch schon eingestiegen ist. Da muss man aufpassen, glaube ich, dass man vorne die Schippe da nicht sich zerreißt. Weil das ja unten auf dem Boden ist. Man sollte wahrscheinlich doch lieber warten. Aber alles Zeit. Alles Zeit. So, haben wir die nächste hier. Kann man es auch direkt nehmen hier? Ah ja, kann auch direkt nehmen. Muss man gar nicht rausfahren. So. Zack. Oh ja, geht. So. Na komm. Sieht auf jeden Fall geil aus, ne, wie das da an der Seite leuchtet. So, und schon ist die eine Seite voll. So, jetzt hole ich gleich das Ding hier so. Dauert uns zu lange mit dem, wenn wir da rumfahren. Genau, Object Complete. Wir haben alle drei Pakete. Und jetzt müssen wir da hinten hin. Das ist wahrscheinlich so ein Schrottplatz, vermute ich mal. So. Abgesehen davon, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, was ich hier mache, ne, das verschärft das alles mit dem Traktor, wie ihm auch funktioniert, macht es halber auch Bock. Ne, das muss man ja auch mal sagen. Zu da. Das ist ganz schön lange doch. Mann, Mann, Mann. So, dann geben wir Gas. Da fahren wir, glaube ich, vorwärts rein. Das fühlt sich alles sehr gut an. Auch von der Fahrphysik her ist das ganz geil. So, bleiben wir stehen. Das passt. Dann machen wir die Butze aus. Und machen uns auf den Weg. Sump machen. So viel Zeit muss sein. So, und das ist wahrscheinlich genau die Sekunden, die uns dann nachher fehlen. So, das ist auch ein super Sump, oder? Richtig geil. Voll gut. So, ja, irgendwie hat er immer so eine Außenkamera noch dabei zwischendurch. Gut, das Gute ist, wir können da direkt hinspringen jetzt, ne? Also auch da verlieren wir nicht viel Zeit. Dadurch, dass wir hier auf dem Mond sind, sind wir auch relativ schnell raus aus der Atmo. Dadurch, dass wir hier alles angelassen haben, sind wir auch schnell unterwegs mit unserem Schiff. Dann erstmal ein bisschen hoch hier. Normalerweise hätten wir jetzt auch das Schiff noch nach Loot absuchen können, aber der Freelancer hat jetzt noch kein Loot. Also schon können wir springen. Da müssen wir hin. Ah, wir müssen nach Daymar. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen weiter springen. Das ist ein kleiner Nachteil, dass es nicht auf diesem Mond ist. Aber auch kein Problem. Und die 3.17.2, die bringt ja dann auch neue Wracks mit. Und das wird auch nochmal super spannend. Ne? Mit den Reclaimer-Wracks, oh, das wird super geil. Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich so mache wie mit den Caterpillern, dass ich zeige, wie er da hinkommt. Das habe ich damals gemacht, weil es einfach das erste Mal war, dass man diese Wracks findet. Ich muss mal schauen. Ein paar werde ich euch bestimmt zeigen. Auch ganz besondere werde ich euch zeigen. Die hat richtig cool aussehen. Also, gerade so ein bisschen so von der Art her mit dem Todesstern, ne? Wo der da um den Mond fliegt. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt machen wir, glaube ich, hier gerade mal einen kurzen Sprung. Oder wir springen einfach hier zu dem Orbital-Marker. Dann müsste es gehen. Oder zu dem Common Ray, das können wir auch machen. War wahrscheinlich der, wo wir gerade eh hingesprungen sind. So, raus. So,
Und dann können wir mit unserem Wagen direkt vorfahren, vor das Gebäude. Das ist natürlich ein Vorteil. Leider ist es, glaube ich, auch schon wieder dunkel. Aber nicht schlimm. Wir haben ja Licht. Ich glaube, der Schrottplatz ist doch beleuchtet. Na, so schlimm ist es nicht. The Bryce Breakers Yard. Vielleicht wird es auch hell. Ja, manchmal glaubt man gar nicht, wie lange man da noch um den Mond fliegt. Aber manchmal geht es dann doch relativ schnell. So. 24, 23, 22 Kilometer. Reißen wir jetzt noch schnell ab. Das ist kein Problem. Mit unserer Cutlass Black. Aber ihr seht, ne, das Schiff ist einfach, ihr könnt da so viel mitmachen. Die Cutlass Black, ne, ist ein fantastisches Schiff. Ob man es jetzt optisch mag oder nicht, mal dahingestellt. Aber so von der Gesamtheit, von dem Gesamtpaket her, was ihr damit machen könnt, ist das wirklich ein tippitoppi Schiff. Ne, klar ist es jetzt in nichts richtig gut, aber es ist auch in vielen Sachen einfach, ja, oder in wenigen Dingen richtig schlecht. Sagt man das so? Ich glaube ja. So, da müssen wir jetzt runter. Ich denke mal, irgendwo wird dann auch ein kleines Lichtlein auftauchen. Und dann müssen wir da die Sachen wegbringen. Und fühlt sich erstmal so ganz gut an, mit dem Mobil das einzusammeln. Nur das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen geiler, als mit dem Traktorbeam da rumzufuchteln. Kann man natürlich auch machen. Ne? Ist jetzt kein Beinbruch und funktioniert auch. Zeitlich schafft ihr das alles. Aber ist halt mit so einem Fahrzeug irgendwie ein bisschen geiler. So, wo müssen wir das jetzt hinbringen? Also, wo ist das Gebäude? Das ist mittendrin. Das heißt, wir landen da vorne in dieser kleinen Furche und dann fahren wir da mit unserem Fahrzeug hin. Dann müssen wir da nämlich nicht hinlaufen, weil da drinnen landen, das wird nämlich schwierig. So, und dann landen wir hier und dann fahren wir da hin. So. Zack. Dann machen wir schon mal auf hier. Quantum Drive haben wir jetzt angelassen, aber egal. Jetzt ist es eh raus und dann geht's los. So, müssen wir gucken. Wir können, glaube ich, auch sehen, wie lange wir noch haben. Das müsste eigentlich draufstehen, aber ich glaube, das steht oben drauf. Na gut, dann sehen wir das jetzt nicht. Egal. So, ist nicht aufgegangen. Warum? Warum? So, machen wir wieder Licht an hier. Was heißt wieder? Ich glaube, vorhin haben wir es gar nicht angemacht. Also müssen wir natürlich die Butze anmachen. So, Licht an. Zack. Und los geht's. Also der fährt super. Also da muss man wirklich sagen, der fährt, fühlt sich richtig gut an, wie der Gas gibt und wie der sich bewegt und so. Schon sehr, sehr nice. Ist ja, dass der auf der Stelle dreht. Das ist natürlich sehr, sehr geil bei so einer Aktion. So, hier müssen wir, glaube ich, hin. Ja, genau. So. Ne? Mega gut. So, jetzt müssen wir am besten den nehmen, den wir vorhin als erstes reingestellt haben. Das sollte der mittlere hier gewesen sein. Mal ganz kurz drauf gucken. Ja, 3 Minuten. Das ist in Ordnung. Da können wir uns ruhig Zeit lassen. So. Und dann können wir gleich gucken, ob wir noch mal mitnehmen können. Da ist aber was. Zack. Der erste. Den hier aufgestellt. Machen wir da. 4 Minuten. Na, und wenn man das jetzt zu zweit macht, ne, klar, dann muss man sich die Kohle teilen, aber dann kann der eine sich schon mal vorbereiten, der kann da schon mal rein und dann geht das alles noch mal ein bisschen schneller. Ich denke mal, da holt er locker noch mal 1 Minute raus. So.
Zack. Jetzt wieder aufgelassen, ne, einfach wegen der Eile. Normalerweise sollte man sich die Zeit immer nehmen, dazu zu machen. Wäre aber ganz, ganz cool, wenn man irgendwie die Chance hätte, im Mobiglas das irgendwie fernzusteuern. Ne, dass man einfach dann Mobiglas aufmacht, dann Close Ship oder so. Ne, müsste ja eigentlich möglich sein. So, sehr, sehr geil. Wir haben es geschafft. Dann gucken wir mal, ob wir unsere Kohle kriegen. Schauen wir uns doch mal an, ob wir hier irgendwas mitnehmen können. Ah, wir haben immer noch... Ach ja, wir haben ja immer noch unser Laranite hier drin. So, aber hier gibt es nichts. Vielleicht können wir aber das Laranite hier verkaufen. Das wäre natürlich eine geile Sache. Ja, warum wusste ich das? Würde ich sagen, wieder ab ins Schiff, rauf in den Orbit und Bubu machen. Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Episode machen. Ich denke mal, auf jeden Fall wieder eine Delivery-Mission, aber mal gucken, welche. Vielleicht machen wir dann mal eine wirklich mit einem Bunker, ne, um da mal wirklich das volle Potenzial nochmal rauszuschöpfen und zu gucken, ob die Geschütze ballern aufs Schiff und auf das Vehikel nicht. Ne, und das wäre ja mal interessant. Wirklich, ein geiles Ding. Ey, ich finde das Ding super. Ey, wirklich, der Knaller. Ne, der kleine Ömmel, der kleine Stöpsel. Ne, und passt halt wirklich zur Black einfach auch voll gut. Ich glaube, viele sagen, das wäre auch ein richtig geiles Argo-Astronautik-Vehikel gewesen, aber ich finde, das passt auch gut zu Drake. Gar keine Frage. Na. Gut. Dann fliegen wir noch kurz raus und schauen uns dann an, was wir nächstes Mal machen. Also entweder, wie gesagt, machen wir hier noch eine Folgemission, wenn es irgendwas Neues gibt. Oder wir fliegen mal rüber nach Hurston und werden dann mal versuchen, so eine Bunkermission zu machen. Dazu muss ich wahrscheinlich noch die ein oder andere Einsteiger oder beziehungsweise Reputationsstufe noch kurz nachholen, was wir aber schon gemacht haben. Im Grunde genommen ist das bei der ersten dann einfach eine Kiste von A nach B. Bei der zweiten dann halt hole drei Kisten, bringe sie zu einem Punkt oder fliege zu einem Punkt, hole drei Kisten und verteile sie an drei Spots, ne, das gibt's auch. Und danach sollte es dann die Bunkermission geben. Aber schauen wir einfach mal, was uns dann dort erwartet. So. Dann würde ich sagen, Butze aus und Bubu machen. So, kurz nochmal kurz was trinken und was essen, ja, damit wir jetzt nicht hungrig und durstig ins Bett gehen, wenn es denn geht. Na, komm. Ja, sehr gut. Hier kommt ein Apfel. Mmm.
Ja, zeigt er uns da so ein Plus an. Was heißt denn das Plus da jetzt über dem Getränk? Heißt das irgendwie, dass der noch weiter jetzt aufzählt, weil das jetzt super gesund war? Weiß das einer? Plus. Keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich aber irgend so ein Vitalwert, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Rödelt da immer noch sehr, sehr lange hier mit seinem Inventar. So, dann werden wir uns nochmal, denke ich mal, nochmal so ein Fleisch hier reinziehen. So, ja, die Animation, dass er da aus dem Schrank holt, ist leider auch noch nicht da. So, so, was haben wir jetzt hier? 100% Essen, aber Durst haben wir noch ein bisschen was. Na gut, dann müssen wir nochmal an die Pulle gehen. Und uns hier nochmal hier so ein pinkes Zeug nochmal reinziehen. Himbeerjoghurtsaft. Lecker, lecker. So. 100%, genau, das ist gut. Den Rest, den stellen wir wieder rein. Ja, wollen wir nichts verkommen lassen hier. Nicht unnötig irgendwie Sachen verschwenden hier. So. Gut, dann haue ich mich hier in die Koje. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut und gute Nacht.